perfect player. Ja, Conor McDavid. Und zwar, er schafft eigentlich wie aus einem extremen Speed, schafft er irgendwie nochmal eine Stufe mehr zu geben und so einen unglaublichen Topspeed anbringen, wo man eigentlich immer alle überlaufen kann. Ich sage Patrick Kane, weil er ist, ja, er ist klein und wird irgendwie doch nie verwischt, also er muss irgendwie beweglich sein, oder? Kucherov. Weil, ja, ich glaube, es sieht bei mir alles sehr flüssend aus und ja, ich glaube, viel besser kann man es nicht machen. Nicht mit der Fazzini, weil er einen sehr, sehr guten Handgelenkschuss, ja, und er macht sehr wichtige Goal für uns. Slapshot Ovechkin. Ja, weil ob es ein XR steht an dem Ort und sie geben dem Schieben und sie ist drin. Dustin Byfuglien. Ja, weil irgendwie verrummt alle und auch die, die ihn versuchen zu checken, spicken trotzdem weg. Also das ist recht lustig. Ja, wahrscheinlich Sidney Crosby. Weil er sieht alles und er macht seine Mitspieler besser. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch Sidney Crosby. Weil ja, ich habe das Gefühl, so wie man gehört, man kann nicht, aber er krampft auch mega viel für das, was er leistet. Und das macht ihm wahrscheinlich auch aus. Ja. Perfect player.